durch irdische Mächte nie ganz in den Griff zu bekommen, bietet das achaische Land an Österreichs nördlicher Grenze dem Gestaltungswillen der Einheimischen breiten Entfaltungsraum. Stolz, ruhig, kraftvoll. Die Bisons in Langschlag verkörpern perfekt das herbe Hochland und verleihen ihm einen Hauch von wilden Westen. Ein Flair, dem sich auch Joe Spiegel aus Altmelon mit Leib und Seele hingibt. Ich bin da aufgewachsen und bin mit 15 Jahren in eine Autobahnroststation gekommen und habe mein Gastgewerbe gelernt. Und in der Roststation habe ich so viel Fernfahrer kennengelernt. Gell? Und irgendwie war mir das schon ein bisschen im Blut, das Furt und andere Länder. Und dann bin ich mit den Fernfahrern, wenn ich 4 Tage frei gehabt habe, bin ich einfach mitgefahren auf Holland, auf Belgien, Frankreich. Das waren alles Bekannte, für die, was wir halt in jede Woche gekommen sind. Und die haben mich halt mitgenommen. Und das hat man halt getaugt, zu der Zeit schon. Ne? Ja, Abenteuer. Das ist auch jetzt bei der Wanderreiterei ein bisschen Abenteuer. Bei uns am Land hat es nichts anderes gegeben wie Indianer spielen. Indianer spielen und der Traum, ich glaube, von jedem, von den Schulkollegen, von jedem war ein Pferd. Und bei mir durch das Wirtshaus und mit der Landwirtschaft dabei, ist das halt leichter gegangen. Das Gasthaus ist mein Elternhaus. Das hat mein Opa vor ca. 90 Jahren gekauft. Dann haben es meine Eltern betrieben. Und seit den 84er Jahren betreibe ich es mit meiner Familie jetzt. Bei mir war es im Schulgang schon, dass ich gerne ein Pferd gehabt hätte. Und da haben die Bauern ab und zu die Pferde auf der Koppel gehabt, bei den Kühen dabei. Und dann haben wir halt ein bisschen zusammengeholfen zu zweit. Der eine war ein gut zugetrieben zu einer Böschen. Und der andere war halt schon oben. Und da sind wir halt ein bisschen mal dumm geredet in die Koppeln von den Kühen drinnen. Wenn die Chemie stimmt, das ist wie bei den Leuten und das so ist bei den Pferden auch, dann kommt man halt halbwegs gut aus mit einer und dann hat man halt eine Freude mit einer. Und so, für mich ist halt ein Pferd was Edles und was Besonderes. Allein ist schon, wenn man denkt, dass die Pferde tausende von Jahren die Menschen als Gefährten begleiten und als Freund. Weil durchs Pferd ist ja eigentlich der Mensch erst mobil geworden und die ganze Kriegsführung und die ganze Wirtschaft und Landwirtschaft ist ja alles irgendwo mit dem Pferd erst richtig geehrt worden. Es ist einmal bei den Landreiten die Ruhe. Gell? Das ist, ob der Schaf beobachtet, wir gehen da 3 Stunden im Nachmittag oder 2 Stunden. Da denkt dann jeder irgendwo und keiner redet was und jeder relaxt halt so dahin. Weiß genau, dass es an jeden fällt. Ne? Solange ich jetzt noch im Gastgewerbe war, im Fernfahren war und so,
war ich ja sicher 20 Jahre vielleicht nicht bei den Granitblöcken. Und jetzt mit den Pferden komme ich dort oben wieder hin, wo wir als Schulbuben Indianer gespielt haben. Ne? Und das macht schon was her. Nicht? Mit den Pferden dann dazu, so wie wir es vielleicht in Schulgängen mal vorgestellt haben, so ist es halt eigentlich schon. Und dort machst du halt Mittagsrast und schaust die Steine an und bringt man die Pferde an die Bäume und die Leute greifen auf den Granitblöcke auf, da schauen sie die Steine an. Das ist schon schön. Das Glück, so heißt es, ist das stille Pferd, auf dem die Seele reitet. Die Glückseligkeit ist der Seele treueste Qualität. Einmal gefunden, verliert sie sich nie. Auch nicht in den Pausen eines tagelangen Ausritts. Das Wanderreiten ist, wenn man täglich von Station zu Station reitet. Jeden Tag irgendwo anders übernachtet. Macht man vielleicht am Tag so 35 Kilometer. Das ist nicht so riesig anstrengend, weil die Leute alle im Urlaub sind. Wenn man 5-6 Stunden am Tag reitet, schafft man das locker. Es gibt schon Parallelen zum Fernfahren. Ja, du musst da dort die Straßen und die Wegen suchen, da musst du auch die Wegen suchen. Und es ist halt ja, ein bisschen das Einsame auch. Es ist ein bisschen so eine ruhige Geschichte auch. Das ist schon ein wenig Ausgleich gegenüber der Gastronomie. Ne? Taugt man halt und die Reiterei und mit dem Umgang mit den Pferden und mit den Viechern. Halt, ja. Und dann, wenn du stundenlang dahin reiten kannst, den ganzen Tag, das ist schon ein Reiten. Das hat halt was an sich. Ne. Das ewige Spiel von Loslassen und Verbinden schafft Raum für neue Erfahrungen und Abenteuer. Es ist jener Raum, in dem sich die Gegensätze Gemeinschaft und Einsamkeit durch Romantik versöhnen. Ja, mit Romantik halte ich schon was drauf, ja freilich. Das ist alles mit der Wanderreiterei und mit der Fernfahrerei, das ist alles ein bisschen Romantik. Wenn du das Lagerfeuer aufhörst und sitzt auf die Nacht, und das ist schon schön.